Test Yourself, der IU Study Finder. Finde das perfekt auf dich zugeschnittene Studium in nur 5 Minuten. Fragezeichen. Ja, auch hier ist es so, dass wieder mal ein Studierender oder ein Interessent an der IU und Benutzer von fernstudiuminfos.de auf etwas aufmerksam wurde. Hier ist es so, dass er oder sie von der Studienberatung der IU auf den IU Study Finder hingewiesen wurde, um festzustellen, in welche Richtung es denn gehen könnte mit dem Studium. Und dieses Zitat, was ihr hier findet, finde das perfekt auf dich zugeschnittene Studium in nur 5 Minuten, stammt von der Website oder Unterseite zu diesem Studiengangsfinder. Und ich habe das Fragezeichen, stammt von mir, weil das ja schon ein sehr hoher Anspruch ist. Gehen wir auch dort mal in das Thema rüber. DTR ist hier der User und hat diesen Link von der Studienberatung der IU diktiert bekommen. Ihr findet den Link in diesem Beitrag verlinkt. Den Beitrag verlinkt, na gut. Jedenfalls in der Videobeschreibung steht der Link zum Beitrag bei Fernstudiuminfos.de, bei denen ihr dann auch zu diesem Test kommt. Das sind 35 Testfragen, denen man herausfinden soll, zu welchen Studienfächern man tendiert. Und dabei sollte euch natürlich schon klar sein, dass das Ganze ein Vertriebsinstrument ist, der IU ausgerichtet ist auf die Angebote, welche die IU hat. Aber dennoch kann das natürlich eine Hilfe sein für euch, um mal vielleicht mal eine Bestätigung zu bekommen, ein paar Anstöße zu bekommen, aber sicherlich kein Ersatz für eine Studienberatung, persönlich, individuell mit einem Menschen oder gar auch ein Coaching, was so in Richtung Karrierewegsplanung hingehen kann. Ja, was ganz spannend ist, sind gleich die Ergebnisse von einigen Community-Mitgliedern, die diese gepostet haben in dem Thema, was dabei rausgekommen ist und auch eine Bewertung, wie gut oder schlecht das passt. Schauen wir uns gleich an. Vorab aber mal direkt auf die Seite zu diesem Study Finder. Oder auf der Seite selbst, anders an der URL, nennt er sich dann der IU-Studienfinder. Das Zitat, was ich vorhin schon erwähnt habe, hier geht es dann gleich zum Finder. Und ja, da unten gibt es weitere Informationen. Wir halten uns daran jetzt gar nicht lange auf, sondern gehen direkt mal zu diesem Finder. So, dann starten wir das Ganze. Und ich will es nur mal hier anspielen und nicht komplett durchgehen. Zunächst mal soll man Infos dazu geben, wo man denn steht auf diesem Entscheidungsweg, sagen wir mal, noch ganz am Anfang. So, dann ist so ein bisschen wie so ein Chatbot aufgebaut, das Ganze. Gedanken zum Studierendenleben, da geht es dann um die Studienform, die geeignet sein kann. Und ja, natürlich auch da bietet die IU ja verschiedene Varianten an. Sagen wir mal, ich arbeite schon, deswegen brauche ich Flexibilität, aber gleichzeitig auch Struktur, um das durchzuziehen. Dann eine Frage zum Alter. Und wo man aktuell im Leben steht. Ich bin berufstätig und würde gerne nochmal studieren, sagen wir mal. So, dann hier Info halt durch. Nicht mehr lang, du hältst das Ergebnis in Händen. So, und dann, gut, geht es hier nach der Frage der Qualifikation, Zugangsvoraussetzungen. Ich habe Abitur, möchte einen Master machen und Care-Arbeit für Kinder, klar, ich habe Kinder, auch damit gemeint ist, nehmen wir mal ja. So, dann Fragen dazu, wie gut man sich fokussieren kann. Nochmal, geht schon. Vor Ort oder virtuell? Ich möchte komplett online studieren. Und ich plane lieber. So, und dann habe ich schon eine Info zur Studienform. Für mich heißt die ideale Studienform bei den Antworten nicht so überraschend das Fernstudium. Ja, hier steht dann nur noch 3 Fragen und du weißt, welcher Studiengang der richtige für deinen erfolgreichen Karriereweg ist. Ist ein bisschen missverständlich. Zunächst kann man hier mal Themen auswählen. Ich nehme jetzt nur mal hier die Psychologie und das Ganze. Nein, ich muss, glaube ich, 4 auswählen. Haben wir denn noch? Kommunikation, Digitalisierung, soziale Verantwortung. Die zweite Frage ist dann, wer bist du in deinem Freundeskreis? Naja, ich bin Unternehmer, ich habe eine Firma, nehmen wir mal.
Dann wird schon hier gleich eine Richtung an der dieser Frage festgelegt, wirtschaftliche, unternehmerische Interessen. Und ja, dann die dritte Frage, die jetzt eigentlich in sich, weil man kann 5 Likes insgesamt vergeben, aber für 30 verschiedene Punkte. Also im Grunde genommen sind das dann doch 30 weitere Fragen, die es hier geben kann. Ich will nicht alles verraten, damit es auch noch spannend bleibt für euch. Hier ist zum Beispiel die Frage, Marketing ist dein Ding und kreative Kompetenzen willst du neben betriebswirtschaftlichen Skills professionalisieren? Nee, Marketing tue ich mich eher schwer mit. Und ja, so geht es dann jetzt weiter. Und am Ende bekommt ihr dann eine Auswertung. Wie die aussieht, seht ihr auch bei einem der Teilnehmenden auf der Website bei mir. Und dann gehen wir jetzt auch mal zurück. Und ihr bekommt dann halt neben der Info zu der Studienform, die passen könnte, auch noch einen Hinweis zu den Studiengängen, die passen könnten. Klar, das sind Angebote, die auch die IU Internationale Hochschule im Angebot hat. Aber es kann ja trotzdem hilfreich sein für euch. Ich habe das Ganze gemacht, etwas mehr in Ruhe als gerade, wo das ja nur so im Schnellverfahren war. Und bei mir ist rausgekommen Informatik, Management und Projektmanagement als Studienform, auch da das Fernstudium. Informatik habe ich tatsächlich studiert. Ich bin Diplom-Informatiker, auch im Fernstudium übrigens. Management, naja, ich habe meine Firma, bin Unternehmer, allerdings ja Solo-Unternehmer. Also Führungskraft würde ich mich jetzt nicht unbedingt so sehen, auch sicherlich das nicht studieren wollen. Und Projektmanagement, ja, ist ein wichtiges Thema, so in Richtung Organisation, große, komplexe Aufgabe angehen, passt schon eher. Was mich gewundert hatte bei meinen Ergebnissen, ich hatte auch vieles zu angeben aus dem Bereich Psychologie. Tatsächlich habe ich ja auch mal eine Weiterbildung gemacht zum psychologischen Berater, auch Kommunikation dabei und das hat sich hier jetzt gar nicht wieder gespiegelt. Also war okay von den Ergebnissen, aber auch nicht perfekt für mich. Bei DTR, der das Thema aufgegriffen hatte, kam BWL Wirtschaftsingenieur Wirtschaft Informatik raus. Und Krümmelchen studiert tatsächlich Psychologie und kommt aus dem Pflegebereich aktuell. Ihr wurde soziale Arbeit, Gesundheitsmanagement und Gesundheits- und Pflegepädagogik empfohlen. Ja, schreibt dich ja den falschen Bachelorstein studiert zu haben in Psychologie, vielleicht nicht ganz. Ja, bei Steffen 85 sind Wirtschaftsinformatik, Cybersecurity und Digital Business herausgekommen, was ihn tatsächlich auch alles reizen würde. Bei Alana, die hat das einmal für einen Bachelor und einen Master gemacht, und zweimal das Ganze durchlaufen, was natürlich auch eine Möglichkeit ist. Ihr könnt auch mal ein bisschen mit dem Tool natürlich spielen und so verschiedene Varianten mal durchprobieren, vergleichen, was dabei herauskommt. Hier war unter anderem Immobilienmanagement bei Alana dabei, was für sie ein Never Ever ist. Der Rest nachvollziehbar, wo es herkommt und tatsächlich auch zutrifft. Schwierig für sie war, dass die 5 zu vergebenden Likes, dass es schwierig war, die zusammenzubekommen, weil sie eigentlich nur 4 Aussagen hatte, mit denen sie sich identifizieren konnte. Und ihr habt ja gesehen vorhin, ich wollte ja auch eigentlich nur 1 ankreuzen. Ihr müsst tatsächlich diese 5 Likes vergeben. Ja, Nadja studiert Informatik auch an der IU, war übrigens kürzlich hier im Interview, vielleicht habt ihr es gesehen. Ja, gut passt, sagt sie hier, schreibt sie hier, nicht überraschend. Wobei, wie gesagt, sie studiert Wirtschaftsinformatik jetzt im Bachelor, studiert Informatik jetzt im Bachelor, sorry. Da Wirtschaftsinformatik als drittes mit dem Angebot. Anderen beiden Bereichen vielleicht Interesse, auch Gesundheitsmanagement. Sie ist tatsächlich an einer Klinik im Moment tätig, hat sich durch das Studium schon verändert dorthin. Vorher in einer Tierarztpraxis tätig gewesen. Also schon Bezüge, die irgendwo passend sind. Ja, hier hat etwas nicht geklappt bei Thomson, auf einer 404-Fehlerseite gelandet. Ein paar Hintergrundinfos gegeben dazu, wie mein Weg ausgesehen hat, inwiefern das da zu den Punkten gepasst hat. Kurtchen hat nur seine Ergebnisse geteilt, ohne Bewertung, ob das passt für ihn. PFOS hat hier Wirtschaftsinformatik, Kommunikationspsychologie und Cybersecurity mitgeteilt bekommen. Ihr seht, das sind alle Studiengänge der IU und Cybersecurity würde ihn niemand reinbekommen. Wirtschaftsinformatik ist ja auch kein großer Fan. Kommunikationspsychologie, keine Ahnung, also bei ihm wohl keine so große Stimmigkeit, wobei ich jetzt auch nicht weiß, was für ihn passend wäre. Bei Luna Sophie,
studiert, glaube ich, auch Psychologie. Total daneben über das Ergebnis. Absolut uninteressant für sie, die empfohlenen Studiengänge Soziale Arbeit, Pflege und Sozialmanagement. Clarissa D. studiert auch Psychologie, ihr Wirtschaftspsychologie, Informatik, Projektmanagement. Psychologie passt von daher. Informatik findet sie ganz interessant, würde sie nicht studieren. Von daher vermute ich irgendwo passend zu den Antworten, die da gegeben worden sind. Und irgendwas, was wirtschaftsmanagementlastig ist, würden sie keine 10 Pferde reinkriegen. Und sie bezweifelt auch, dass der Test nach irgendwelchen Testtheorie-Grundsätzen entwickelt und validiert wurde. Ja, ich denke, es ist, wie gesagt, ein Verfahren, wo ich nicht weiß, welche wissenschaftlichen Grundlagen vielleicht dahinter liegen. Ich denke, irgendwo soll es ja schon passend sein, weil die IU hat auch ein Interesse daran, dass ihr in Studiengängen landet, die dann passt, wo ihr dann auch möglichst mit dabei bleibt und nicht abbrecht. Soll sicherlich auch wieder manuellen Beratungsaufwand reduzieren. Kann ja ein guter Einstieg sein, solange wie man nicht abgeschoben wird dahin und vielleicht auch der Einstieg in weitere Beratungsschritte und eigene Überlegungen. Ja, hier vom Alumni hat auch mal den Screenshot hier gepostet. Dann seht ihr auch nochmal, wie das Ergebnis da am Ende aussieht. Nicht nur die Auflistung der Ergebnisse. Er fand den letzten Fragenkatalog merkwürdig. 5 aus 24, beziehungsweise 30 Items. Und da halt das Problem, dass möglicherweise diese 5 Likes da schon vorher durch sind. Ach nicht, das war die vorletzte Geschichte da vielleicht. Ach, na, wie auch immer. Und er sieht auch so, dass man einige Fragen wegen Redundanz hätte rauswerfen können. Ja, jedenfalls hier nochmal das Ergebnis, was ihr am Ende bekommt. Einmal zur Studienform. Kann das Fernstudium sein. Dann hat die IU ja auch eher so Kombi-Methoden, auch bis hin zum Präsenzstudium, wo hier nochmal die Vorteile dargestellt werden. Natürlich dann der nächste Schritt, die Studiengänge der IU zu entdecken oder Infomaterial anzufordern und Top 3 Studiengänge, die ja ausgewertet werden. Soziale Arbeit hat vom Alumni tatsächlich studiert im Bachelor. Wirtschaftspsychologie, Gesundheitsmanagement passt irgendwo zusammen und natürlich alles Studiengänge, die die IU anbietet. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier einen Studiengang empfohlen bekommt, vielleicht Medizin oder den Psychotherapeutenweg, welche die IU gar nicht anbietet. Ja, ich denke, es ist interessant, auch wenn ihr nicht vorhabt, an der IU zu studieren, macht doch den Test mal, berichtet vielleicht auch mal hier in den Kommentaren von euren Erfahrungen, die ihr da gemacht habt oder ob ihr vielleicht noch andere Tools kennt und nutzt, weil ich weiß, da gibt es ja durchaus verschiedene Möglichkeiten auf dem Markt oder ob ihr sagt, nein, ich möchte auf jeden Fall vielleicht selbst mich informieren, auf mein Bauchgefühl hören oder mich mit Menschen austauschen und dort beraten.